Ja, mit Sprit funktioniert immer nicht. Ja, würde ich sagen, machen wir doch heute mal wieder weiter hier am Breakdance. Ja, an der Radscheibe. Das ist dann jetzt die dritte Folge schon vom Breakdance Piontech. Ja. Warte gerade noch, bis das Update hier durch ist für TikTok. Dass wir dann da auch nochmal eben einmal live gehen und ja, dass wir dann auch durchstarten können. Ich hatte nämlich heute vor, die Radscheibe nochmal zu machen, dass ich da jetzt die Animation, die Klapp-Animation mache, dass man dies mit Interactive Control ein- und ausklappen kann, beziehungsweise halt, ja, was heißt ein- und ausklappen, beziehungsweise halt die Ausleger, ne? Dass du dann zum Beispiel sagen kannst, Hauptausleger fährt aus und sowas halt und dann Nebenausleger und ja. Halt so wie ein richtiger Breakdance, ne? Genau, dann habe ich TikTok jetzt auch mal so weit hier. Dann würde ich sagen, gehen wir da auch einfach rein und sagen einfach mal starten. So, vorher müssen wir noch einmal den Titel updaten. Radscheibe modden. Kann man so drin lassen, brauche jetzt keinen Teil dazu schreiben. Und zack, sind wir da auch schon mal live. So, kümmere ich mich kurz um Spotify hier. So, dann kannst du doch jetzt mal komplett losgehen. Rotation. Genau, die Scheibe muss beim Aufbau nämlich so rotiert sein. Moin, moin. So, dann sagen wir, der hier ist standardmäßig eingeklappt mit mit 45. Das ist der zweite Träger, der dann auch auf 45 klappt. Dim, 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 dim. Genau, dann habe ich hier nämlich den Hauptausleger, der sich dann hier so dran klappt. Würde ich sagen, nehme ich dann mal 40. Genau. Träger 2. Gut, da passt die Rotation noch nicht. Was machst du gerade? Ich klappe jetzt den Mittelbau zusammen, damit ich dann gleich die Animation zum Ausklappen schreiben kann. So, dann müsste das doch hier eigentlich passen. Genau. Sie hat um 2. 4. Genau. Dann habe ich es doch. Sagen wir, der fährt dann auch auf 40. Nein. Wenn der 40 fahren würde, wäre ein bisschen schlecht. Der muss auf 50. Du fragst mich ab. Genau, und jetzt müssen die Zwischenträger 3 und 4 noch mit rein. 3. So, das ist 1 und 2, das ist dann 3. Fahren,
6, dann ist das jetzt hier 8. So, 5, 6. Und jetzt hier nehme ich hier weiter mit 7, 8. Zehn, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. So, dann kommt der Träger 3 dran. Fünfundfünfzig. Das ist noch ein bisschen zu viel Abstand. So, der hat dann nämlich 35 hier. Ja, es wäre ein bisschen zu breit. So, der ist in Ordnung, der ist auch in Ordnung. Dann muss der Hauptausleger 1 ein bisschen näher noch hier dran, dann ist das vielleicht 41. 40,5. Genau, 41,5. Dann ist das hier. Wenn ich dann da habe ich 45, dann ist das 6. Wo ist der andere, der in Blender war? Der ist gerade irgendwie nicht da, beziehungsweise ist noch nicht online. Kann sein, dass er heute keine Zeit hat. Ich schätze mal, dass er arbeiten ist. So, 50 minus 1,5 war das doch, oder nicht, was ich jetzt geändert hatte. Genau. Minus 1,5, dann sind wir bei 48,5. 40, So, dann sind die erstmal in Ordnung. So, dann würde ich sagen, aus Liga 3 ist dann 50, 55 minus 1,5 wieder, ne? Okay, ich würde sagen, so passt das schon mal. Moin Moin, na, Lenner auf YouTube, was geht? Moin. So. So. Minus 45 haben wir den Träger.
So, haben wir den Träger gesetzt. Ich bin übrigens der, wo wegen der Beschleunigung gefragt hat. Ah, okay, nice. Ja, das kannst du in den Motor einträgen, ganz einfach machen. Du hast dann halt die RPM und alles angegeben. Fünf. Dreiundvierzig, neun, also 46,5. Das checke ich jetzt ja überhaupt nicht. 43. Genau, das hatte ich minus 45 gesetzt. 45. Und dann sage ich minus 1,5. Bin ich bei 43,5. Nee, warte mal, minus 45, minus 1,5. Ah, okay. Ja, okay, ich weiß wieder, was ich für einen Fehler gemacht habe. Genau, das ist dann 40 minus 40. Also minus 40 plus 1,5. Dann bin ich dann bei 38,5. Wieder minus 38,5. Nee. Er hätte 50, okay, da muss ich 50 rechnen. Und dann 50 minus 1,5 sind dann minus 48,5. So. Warum habe ich jetzt diesen Träger eigentlich nicht mehr? Einundvierzig, fünf, neun. Der wäre auf 45 nicht, der wäre auf 55, 55. Muss laufen. Morgens, mittags, abends. So, der wäre auf 35. Genau, und dann 35 minus die 1,5, die ich abgezogen habe, dann sehe ich 33,5, also nein. Sechsunddreißig fünf muss das dann sein. Ja, 36,5 passt. Muss man bei RPM was machen? RPM sind halt die Umdrehungen. Ich finde nur Maxgeschwindigkeit und so kommt das Ding dann öffentlich. Ja, das kommt öffentlich. Das wird ein Breakdance. Kim ins Fahrgeschäft. Oh, ist halt der Mittelbau, ne? Dann kommen dann halt hier später dann ganzen Streben und so, ne? Hier dann halt die Platte und ja. Und jetzt kümmere mich gerade hier halt, dass der erstmal zusammengeklappt wird und dass ich das dann mit Interactive Control halt komplett aufbauen kann, ne? Halt jeden Träger einzeln anklicken und ja. Ja. Ja, es ist halt ein bisschen was zu tun.
So, dann haben wir jetzt hier, hätten wir auf 55, 55 minus 1,5 sind dann 53, 53, 5. Genau, so, das war 55. Nee, das wäre 35, 35. Na, 35, also bin ich bei 36,5. Genau. Mein Moin. Moin. Na? Ich bin gerade an Ratscha mit dabei. Ich weiß jetzt auch, wie die geklappt wird. Ich habe heute mit TomTech nochmal kurz geredet. Die Anfangsrotation war halt falsch, weil die bei 45 anfängt. Ja, es kann sein. Na, ich kann es ja mal zeigen, wie der jetzt geklappt ist aktuell. Genau, um 40 Grad gedreht und dann klappen die beiden sich. Genau. Und dann klappen die so ineinander immer. Ja. Das habe ich jetzt gemacht, halt bis auf diese Gelen die Gelenke Ja, würden genau, dann halt noch die kommen ja klappen. später, die werden ja noch ausgetauscht gegen welche Ja, genau. mit. Die würden dann ja einfach so klappen, dass sie dann einfach gerade zeigen, ne? Halt die außen. Ich glaube, schräg rein. Oder schräg rein Also kann nicht auch das Ding, sein, ja. ja, genau, weil da kommt ja dann noch diese runde Verkleidung vor, die dann eigentlich nicht breiter ist als der Trailer selbst. Ja, stimmt, genau, ja. Ja, da war was. Ja, würde ich sagen, kann ich auch eigentlich anfangen zu animieren. Hehe. Macht man denn hier so einen krassen Blur in Gimp? Weichzeichnen. Wie machst du das denn dann da eigentlich mit der Rotation? Setzt du das Objekt dann den Point zur Rotation oder sollen wir das dann wieder mit einer Transform gut machen? Also der Drehpunkt kommt mit einer zusätzlichen Transform Group. Okay, also ich trage das trotzdem erstmal so ein, Dass dann kann du ich nicht ja das die Objekt Indexe drehen später musst, sondern ändern. dass du dann nur ich sage mal, gedachten Pivot, also die Empty. Ja, okay. Weil der Empty zu animieren ist natürlich immer besser als das Objekt selbst. Ja, genau. Vielen Dank fürs Folgen auf TikTok. Moin, moin auf YouTube. Was machst du? Ein Brickens. So. Vielen Dank fürs Folgen. Vielen Dank für die Likes. So, jetzt erstmal XML schreiben hier. So, wir haben. Schreibe ich erstmal eine Animation. So, damit fangen wir doch an. So, das ist das einmal. Start Rotation ist Y.
So, die End Rotation wäre dann. Was die Gründung der Time Enforcement Commission erzwingt, die damit beauftragt ist, in der Zeit zurückzureisen und zukünftige Kriminelle zu fangen. Wenn der spielt, 90. Ja. Was und das kann ich weglassen. 90. Oh. Der Y auf 90, so. Teil einer Verschwörung nutzt, um an die Macht zu gelangen. Es liegt an einem Walker, die Dinge in Ordnung zu bringen. Aber er hat auch die Chance. Der war auf 53,5. Für die Zukunft bedeutet. Dann kommt es eine aufregende Spritztour und eine geschickte Mischung aus patentierten. So, genau, das ist dann der Zwischenträger. Dann sage ich es. Bietet weltweit 102 Millionen Dollar an. Es wurde damals nicht gerade. Einklappen. Was machst du gerade? Ach moin. Na, ich mache gerade tatsächlich den Mittelbau. Das sind die Träger animieren und so, ne? Ja. Moin, moin. Gleich machen. Aha. Vielen Dank fürs Folgen. Naja. So, wir können auch mal ein bisschen Gas geben. Danke für die Likes hier. So, warte mal. Wenn man es sucht, dann findet es man wieder nicht. So. Träger einklappen, Träger ausklappen. So, ach genau, das kann ich dann auch nochmal so. Ups, warte mal, Animation ist noch falsch. Ist einmal Träger, ups, Träger 3 und. Träger 30 kann ich es auch am besten nennen. Zwischen Träger 30. Okay. Zwischen Träger 3-30. Genau, das setze ich da dran, weil der ja nochmal einzeln klappt dann. So, mein Zwischenträger. Ein Sickpoint dafür. Wofür? Fürs Fahren. Breakdance. So, haben wir die Notes schon mal gemacht, dann, genau, das ist eingetragen, speichern wir das einmal. So, dann sollten wir den hier schon klappen können. Oder auch doch nicht. Okay, die Träger verstehe schon, die Träger sind wahrscheinlich kollidiert. Muss ja noch einen schönen F2000 für machen, für den Mittelbau. Hä? Kaufen wir den Breakdance nochmal neu. Fahren wir uns da schön mit dem MAN wieder hin. Eben den Mittelbau abholen.
Ja, funktionieren tut das schon mal. Das wäre schon mal ein so ein Träger. Jetzt muss ich aber hingehen und die Animationsgeschwindigkeit mal ein bisschen runterstellen. Statt, wie viele Sekunden dauert es, bis so ein Träger ausgeklappt ist? 3 Sekunden. Weil die Klappen eben auch mal zu vom LKW. Alles klar, Trigger Point muss einmal ein bisschen vergrößert werden. Static. Material brauche ich gerade nicht. Drei Stück. Vielen Dank fürs Teilen. Matic. So, jetzt haben wir es doch hier. 3 finde ich immer noch ein bisschen heftig, ein bisschen schnell. Sagen wir mal, dauert 5 Sekunden. Ja, das kann man auch schon machen, oder? So, dann kann ich sagen, zack, fährt aus. Wir den können ihn noch ein bisschen versetzen, den Point. Ungefähr so. Ja, das sieht doch schon mal recht ordentlich aus, würde ich sagen. So, wenn der geklappt ist. Ja. Dann können wir den Hauptarm klappen. Genau, dann wird der Hauptarm geklappt. So, dann sagen wir Hauptträger. Transform Group. Abträger 2. Strich SICK. Hauptträger ändert sich ja sowieso nichts mehr dran, also kann ich den SICK Point auch einfach so drinnen lassen. Ist doch schon mal schön. So, machen wir dazu. Max, komm, bastelst du gerade noch was oder machst du gerade nichts? Naja, ich arbeite gerade noch. Ach so. Ach gut. Arbeitest du denn? Programme schreiben? Zwischendurch, ne, Webseiten-Krams-Gedöns. Oha. Bisschen HTML und so. Ja, in dem Fall React. Oha, kannst du React gut? Nee. Bra. Strichsick. Was machst du? Ich baue gerade im Breakdance, beziehungsweise mache halt gerade hier die Klapp-Animation. Aufbau-Animation für die Radscheibe. Ja. Hier zum Beispiel die Klappen habe ich schon animiert. Gut. Irgendwie ist So, das dann haben wir gerade ein nochmal bisschen. 15 Minuten. Ah, AFK, gleich wieder da. Ja, okay. Das Wartungsklapp ist hier einfach offen. Aber irgendwie
Hat der Anhänger Fehler? Nein, der ist komplett fehlerfrei. Nur das Ding ist mit den, ach, wie heißt es noch, mit den. Okay, jetzt weiß Franz auf jeden Fall, liegen wird. Es kollidiert gerade mit dem Player-Trigger von dem anderen Break-In-Zeiten, von dem anderen Mittelbau. So, da wiegt auch stolze 35 Tonnen das ganze Ding. Wiegt halt auch in echt, ne? Wenn er so auf, komplett aufgebaut ist, ungefähr so 50 Tonnen wiegt zum Teil. Stellen wir den nochmal weiter hier hin. Stapler können, kann ich eigentlich auch wegpacken. Den hatte ich nur zum Testen für eine Collie mal gehabt. Wo ich da die Ständer gemacht hatte, aber das brauche ich sowieso nicht mehr. Und den Brickens kann ich dann auch direkt wegschmeißen. So. Genau, jetzt haben wir das hier auch vernünftig hier mit den. Ja, genau, jetzt funktioniert das auch alles. Klappen aufmachen. Wartungsklappe können wir hier öffnen und schließen. Normal. Ja, genau. Können wir die Träger ausklappen. So, dann sage ich jetzt Hauptträger 2. Genau, dann sage ich jetzt hier Part, sage ich dann auch mal, jetzt definiere ich dann, dass ich dann Hauptträger 2, dass der dann sichtbar wird. Der ist am Anfang, ist der ein bisschen verschwunden. Da muss ich mal kurz gucken. Mods. Ich mache hier kurz in die XML rein. Bei der Tür habe ich das zum Beispiel so gemacht beim Doorleft Key, genau. Da habe ich dann einfach mittlere Achse. Genau, und das ist einfach weg.de am Anfang. Und dann blendet der Punkt sich später auf diesen Koordinaten ein. Shift C. So, dann habe ich da meine Koordinaten, wo er sich dann einblendet. Genau. Dann kann ich hingehen und sagen, dann wird aktiv mein Hauptträger 2. Kommt dann. So, der ist bei 48. Genau, der ist bei 90, wenn der ausgeklappt ist. Der ist auch bei 90. Nein, das kann nicht passen. Wo ist der denn nochmal? Der klappt auf 90, startet bei 53,5. Wenn der aber auf 90 klappt, dann kann der nicht auf 90 klappen, sondern dann muss der. Nee, das macht keinen Sinn, dass der auf 90 klappt. Der Hauptarm muss auf 90 klappen. Der klappt auf 53,5. So, Hauptträger sage ich dann mal. Der klappt auf 90, alles gut.
Und kann der nicht auf 90, so, da muss der 90. Neunzig, vielleicht 120, sowas. Muss ich mir tatsächlich mal gleich mal angucken, wie das jetzt war mit den Rotations. Importiere ich mir das Ganze mal kurz an der Radscheibe. Vierzig Platten brauche ich nicht, die Streben brauche ich auch gerade nicht. Nur 45 jetzt noch rotiert. Vielen Dank fürs Folgen. Moin, kannst du mir auch was modden? Was denn? Okay, die Hauptträger müsste da einer sitzen. Ja, der muss auf 90 sitzen. Hey, was baust du da? Ich baue einen Breakdance. Kim ins Fahrgeschäft. Breakdance. Ein Partywagen, 15, 17, naja, könnte man konvertieren, dann muss man halt Texturen und so halt neu machen, ne? Halt auf 22er Standard. Kann man machen, ja. Aber ich habe den 17er nicht mehr installiert und müsstest du mir halt die Texturen aus dem 17er schicken, hey, die ich dann halt brauche. Falls du den dann installiert hast. Ja, auf jeden Fall mache ich gerade den Breakdance und mache gerade die Aufklapp-Animation für die Radscheibe. Wolltest du sich für den LS19? Nein, der wird für den LS22. Boah, wann ist das fertig? Das wird auf jeden Fall noch sehr lange dauern. Den 17 habe ich auch nicht mehr. Ja, dann ist schlecht an den Text mit den Texturen. Ja, sonst vielleicht ein Modell schicken und dann vielleicht mal neu aufbauen oder so, ne? Würde halt Sinn machen. Baust du auch noch Sachen für den LS19? Ja, ich mache eigentlich nur noch 22, tatsächlich. 19er, ja, ich konvertiere halt Sachen vom 19er in den 22er, ja, aber. Sonst so richtig was für ein 19er mache ich jetzt so nicht mehr. So, warte mal, irgendwas wollte ich doch jetzt machen hier. Genau, das könnte nicht laden, das ist alles in Ordnung. Aber jetzt habe ich doch hier irgendwas nicht gut gemacht. Genau. Hast du auch Mods auf die Konsole bekommen? Ja, beziehungsweise ich könnte welche auf Konsole auch bringen, ja. Müsste dann halt in den Mod Hub und so. Aber geplant ist es halt nicht, weil ich gerne halt Skripte verwende. Und Skripte und Konsole, ja, geht halt nicht. Ja.
Da soll ich immer einfach mal schreiben, Hauptträger. Valmas Alapaya. Genau, Hauptträger. Und Hauptträger sick. Genau, da wird er dann eingeklappt. So. Moin Moin, das geht auf TikTok. So, wenn der eingeklappt ist. So, und ich den jetzt ausklappe, dann müsste jetzt hier eigentlich gleich der Point kommen. Oder auch doch nicht. Wo bekommt man die Mods her? Selber machen. Hey. 3D-Modelle machen und so und dann Animationen schreiben. Muss man den über eine Facebook-Gruppe später kaufen? Nein, der wird gratis. Bei mir alles gratis. Man muss nur abonnieren. Ah, Quatsch. Endlich, ich küsse den jetzt. Ah ja. Kann man Mods im Spiel bearbeiten? Also wenn man die Mod im Game hat und im GE bearbeitet. Ja klar, kannst du das bearbeiten dann, ja. Vielen Dank fürs Folgen auf TikTok. Falls ihr Lust habt, ich bin noch gerade live auf YouTube und Twitch, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Das ist gespeichert, das ist eigentlich auch gespeichert. Verstehe ich nur noch nicht, wieso die Animation noch nicht so gemacht wird. Kannst du mir sagen, wie also das gleiche im Game angezeigt, wie du gerade, wieso, wie du gerade. Wie meinst du das denn? Okay, das checke ich gerade nicht. Dann wird irgendwas hier mit sein. Hauptträger 2 Sick, aber es ist doch eigentlich, warte mal, ist so nicht. Aber meine Frage, weißt du, warum ich nicht modden kann, hab LS über Epic Games. Aber beziehungsweise was genau funktioniert denn dann nicht, ist halt so die Frage. Connection, das müsst ihr auch nochmal eintragen. So, komm gleich wieder, dann kann ich dir das sagen. Okay. Habt ihr zwei Mods geschickt? Wo denn? Auf TikTok? Na so, das kann ich jetzt ausklappen und das klappt sich dann genau so hin. Na, jetzt kann ich den und den ausklappen. So, aber das, diesen Bug möchte ich verhindern. Ich habe eine Frage, bei mir funktioniert zum Teil die S22 nicht. Wie fixe ich das? Wie meinst du? Was funktioniert denn da nicht? Ja, auf TikTok die zwei Wagen. Ja, okay, kann ich später mal schauen. Wieder da. Ja, moin. Bei mir rennen die gerade alle die Bude ein. Aha. So, Hauptträger, der wieder ein Tor gespawnt. So, ja, die Mod wird nicht geladen. Bekommst du Fehlermeldungen oder so? Vielen Dank fürs Folgen auf TikTok. Also, dass man nicht das Game neu starten muss, wenn man das an. Achso, dann ich pack das einfach bei mir in den Mod-Ordner rein und dann habe ich hier den Befehl GS Vehicle Reload. Und dann aktualisiert sich das Ganze. Es gilt dann halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in dem LKW drinne bin, dann wird der Trailer auch direkt mit aktualisiert. Hab sie da auf GitHub geholt und so weiter. Okay. GitHub. Na, so, das ist aktuell so. So, jetzt muss ich ja sagen, wenn ich dann quasi. Muss ich auch das Gegenstück noch schreiben?
Warte mal, das war dann mit Ein- und Ausblenden, das hatte ich doch vor. Kann ich hier nochmal kurz reinschauen? So. Ja, wunderbar. Wäre schön, wenn du es dir mal angucken kannst und ich einen Plan und einen Plan machen kannst. Ja, kann ich wohl mal machen. Okay, danke, aber man kann die Mod als ZIP ja nicht öffnen, wenn man im Game ist, oder? Beziehungsweise, ich habe das auch nicht als ZIP, ich habe den Mod entpackt und dann arbeite ich in dem Ordner. Ich habe die. Ja, brav. Ich habe die hier einzeln als im Ordner. Hier, das ist dann im Breakdance, habe ich hier halt die Dateien, dann kann ich die halt bearbeiten. Und mache halt den Konsolenbefehl und dann aktualisiert sich das Ganze. Genau. Kann man eigentlich so beschleunigen und bremsen, wie man will, oder geht das einfach? Das ist einfach nett. Meinst du später, wenn man den dann steuert? Ja, das bin ich am Überlegen, wie ich das noch mache. Beziehungsweise mit Gas und Bremse werde ich wahrscheinlich die Radscheibe machen und dann müssen sich ja nicht die Kreuze wegen. Das werde ich dann wahrscheinlich über Maussteuerung machen. Also nett, dass die direkt auf volle Pulle sind. Ja, genau. Okay, danke, ich werde es testen. Perfekt. Ich habe da tatsächlich auch ein Tutorial auf YouTube zu, wie man das macht. Weil dieser eine Breakdance-Huster läuft in Automatik und gibt keine Beschleunigung. Ja, das ist so. Und das nervt mich auch. Und der Breakdance ist generell viel zu groß in den Maßen. Den wollten wir erst umbauen auf Piontech. Aber wir haben halt gesehen, das ist so ein Kackmodell. Und Texturen waren kacke, UVs waren kacke. Hab gedacht, bauen wir lieber direkt neu, ne? Und guten Abend, moin moin auf TikTok. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben hier? Irgendwie bei dem Träger doch. Genau, wenn ich den ausklappe. Ja, UV-Maps, ja. Na, ja, nicht immer, ne? Wenn du die UVs vernünftig mal gemacht hast, dann geht das. So, das Problem ist ja jetzt, ich muss. Achso, okay, das wollte ich jetzt machen. Jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. So, zum Beispiel hier das hier starten. Mal schauen, ob das auch so funktioniert mit unsichtbar einfach. Ja, funktioniert. Okay, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Dann kann ich mir diesen Bums hier schon mal wegschmeißen. Das macht nämlich einiges einfacher, wenn ich das so machen kann. Na, 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 na. True, genau, von 0 bis 0 ist es falsch, sondern es ist true. So. Mach doch, wenn du den da innen aufklappst, dass der andere auch aufklappt. Nee, ich wollte gerne, dass, damit die nicht ineinander gehen. Ich mach das so, dass man jeden einzeln machen kann. Zum Beispiel jetzt hier ist der Punkt nicht da. Jetzt baue ich den zum Beispiel komplett auf. Und dann ist halt hier auch dann der Punkt da. So, und dann kann ich den hier klappen. Aber zum Beispiel die Rotation ist gerade ein bisschen kacke. Aber so vom Prinzip her passt mir das schon mal ganz gut. So, da muss ich nur sagen, von 0 bis 5
5, 5. Ungefähr so. Na, so jetzt möchte ich aber. Genau, jetzt ist er noch da, bis ich zusammengeklappt habe. Genau, dann geht er weg. So. Aber das möchte ich auch andersrum haben. Das heißt, ich muss das umtragen. Dann muss. Ah, jetzt muss ich umdenken. Dann muss ich den auf. Genau, Starttime ist auf 5. 5, genau. So muss ich das dann machen. So, und jetzt ist das, wenn der komplett ausgefahren ist, dann erscheint dieser Punkt. Dann kann ich den drücken. Bis der komplett ausgefahren ist. Genau, und dann kann ich zum Beispiel dann auch sagen, dass ich den dann zum Beispiel unsichtbar machen möchte. So, dann sage ich jetzt hier den Hauptträger 2, sig, nein, Zwischenträger 3, Strich sig möchte ich dann quasi auf False machen, von False, nee, von True auf False muss ich das so machen. Also der ist sichtbar und wird dann unsichtbar, so. So, wie geht es dir? Mir geht es gut. Jo, mir auch, vielen Dank. Hab mir am Montag erst alles 22 Gold. Jo, nice. Benutze Visual Studio Code, ist viel besser. Nee, nee. Nur per Plus-Plus regelt. Ich hab's zwar auch drauf, beziehungsweise damit programmiere ich halt teilweise, ne? Aber wenn ich den bewege. Genau, da ist dann das dann wieder andersrum. Dann muss ich wieder von 0. Dann soll das nämlich sofort weggehen. Was wird das? Das wird ein Breakdance-Kim ins Fahrgeschäft und so, ne? Wo wohnst du? Ich komme aus Renne. Ja, nice. Ich wohne gar nicht so weit weg von Renne. Ich wohne im Emsland. Ich bin Salzbergen-Kirmes bin ich da. Dann kommt Welte-Breakdance, muss ich Bilder machen und so. Mit denen wollte ich nämlich auch noch bauen und ja. Dann bin ich auf jeden Fall auch da, falls du da bist. So. Ja. Genau, wenn der ausgefahren ist. Komplett ausgefahren ist. Dann möchte ich, dass der hier so und dann darf der direkt nicht mehr aktiv sein, genau. Am besten von Team Kowalski in ein Player-Modell reinmachen. Nee, 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 nee. Nicht so. Weiß nicht. Nee, von Timmy. Lass ich lieber leer. Bin ich ehrlich. So, jetzt muss ich hier die Rotation nochmal anpassen. So 90, das passt. Vielen Dank fürs Folgen. Minus 30, dann müsste das ja eigentlich auf 70 sein, so. Wir haben alle 30 Grad Außentausch. Muss mal kurz ein bisschen was nachgucken. Radscheibe. Jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen durcheinander. Wie heißt der Konsolenbefehl, wenn du das Spiel aktivierst nach der XML-Bearbeitung? Das ist GS Vehicle Reload.
Ich gehe halt ins Fahrzeug rein und dann ist es Gears Vehicle Reload. Habe ja auch ein Tutorial zu, wie man das auf YouTube macht, falls ihr da was braucht. Da bin ich natürlich in Salzburg und in Rheine natürlich auch. Oh ja, vielleicht sehen wir uns. Hey, ich bin dann am Sonntag bin ich dann da tatsächlich. Auch schon vor Spielbeginn. Vielen Dank fürs Folgen auf TikTok. Vielleicht sehen wir uns. Mache auf jeden Fall viele Bilder und Videos. Also ich finde die Funktion geil mit den Auslegern. Ja, finde ich auch. Finde auch gut, wenn die. Oha, Maxcorn, vielen Dank fürs Folgen. Da. Überraschung. Haha. Vielen Dank fürs Folgen. Ja, genau, die Ausleger hatten, glaube ich, immer 30, soweit ich weiß. So, Platten interessieren mich gerade nicht. Plattenstreben brauche ich auch gerade nicht. Main Hub, ja, kann ich erstmal drinnen lassen. Zwischenauslegerstrom. Neunzig. Schreiben. So, genau, das mache ich so. Stangen außen brauche ich gerade nicht und Hauptarm brauche ich gerade Stangen D. So, der ist dann um minus 90 rotiert. Braucht Lungen. Nur Bilder vom Recommender vom Breakins Welte. Ja, beziehungsweise ich kenne beim Breakins Welte auch ein paar Leute und ja. Wenn ich wieder Geld habe, spende ich fürs Development. Jo, vielen, vielen Dank. Würde ich mich auch sehr freuen. Also, was ist halt auch ein bisschen Arbeit, ne? Beziehungsweise ich habe ja zum Beispiel auch schon ein paar Trecker gemacht und sowas. Ja. So, wenn ich sage 45 ist das gedreht, das Ganze. Den persönlichen Welter. Ui, cool. Nice. Kenne die alle vom Brickens Welter. Oh ja. Ja, ich kenne jetzt nicht alle, aber so halt Kevin kenne ich. Ich kenne André und ja. Wie hieß noch eine Kasse mit J und Jenny? Ja. Ich sitze teilweise auch sehr lange in blenderführenden Lichtkasten oder so. Ja, das ist wohl so. Ich habe vor kurzem die Commander-Platte gemacht. Oh, cool. Wenn du Bock hast, kannst du mir auch ein paar 3D-Modelle machen. Müssen aber auf dem Mars sein. Bin selber in der Kasse von No Limit. Ah, cool. Nice. Ja, wir wollen danach auch noch mal andere Fahrgeschäfte machen. Vielleicht machen wir ja auch noch mal Null Limit, dann hätten wir ja schon mal einen, wo wir Mars und so kriegen könnten. Jenny, Kevin, Freddy. Ja, genau. Bin aber nicht so gut beim. Ja, ist nicht das Problem. Bruder Kevin ist das. Warum? Den wollen wir nach dem Piontech Breakdance nämlich auch noch machen, wahrscheinlich den Welt Breakdance. Hey. Deswegen wollte ich dann schon mal hingehen, Bilder machen und ja. Genau. So, Hauptausträger 90 minus 90. 90, genau, Zwischenträger muss ich mal eben schauen.
Oh, Kacke, jetzt habe ich hier die Rotation natürlich nicht, ne? 45. Ha, ich sag mal nichts dazu. Texturen sind ja fertig für die Mitte. Ja, der Radschab ist fertig, richtig. Platten. Ja, halt. Das Modell ist aber halt noch nicht richtig fertig, ne? Die Kompressoren und so fehlen halt hier auch noch dran. Ne? Ich habe das jetzt nur so schon mal bekommen aus Blender, damit ich halt schon mal die Animation schreiben kann. Aber da kommt natürlich noch Kompressor hin und sowas. Zum Beispiel am Mittelbau fehlt halt noch das die Normal Map und sowas alles. Ja. Ja. Muss bald nach London zum Aufbau. Hyde Park Winter Wonderland. Ah, cool. So, aber wie ist der denn jetzt? So, der ist dann fast. Ja, cool. So ungefähr sehe ich das ja jetzt. Das ist dann nicht 90, sondern 90. So, warte mal, 45 und dann habe ich 19, 90, da habe ich da 45 zwischen. Okay, sage ich jetzt mal 45. Mal gucken, ob das jetzt so richtig war. Irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen. Ah ja. Sieht nicht so gesund aus. Hast, glaube ich, einen Detail vergessen. Was denn? Der Mittelbau ist noch quer. Ja, wie meinst du das? Weil erstmal wird die Radschepe aufgebaut und dann wird später der Wagen gekippt. So, genau, das kann nicht einklappen. Dann bekomme ich hierfür gleich den Punkt. Doch, doch nicht. Okay, Triggerpoint ist ein bisschen zu klein. Ja, der kippt zur Seite, das ist richtig. Also hier geht er dann später hoch. Hier auf der Seite geht er hoch und da kippt er runter. 7 Grad Andersrum. Winkel. Ja, andersrum, genau, der kippt zu dieser Seite hier hin. Dann ist ja auch die Kugel gerade. Genau, so, jetzt habe ich aber das irgendwie falsch. Da muss ich den Winkel umrechnen. So, 180 minus 45. Mittelbau muss gerade gestellt werden? Nee, bei den ersten fünf nicht. Die ersten fünf sind quer. Ja. Weil die Stützen nicht gesehen, sorry. Ja, kein Problem. Hundertfünfunddreißig.
So, das heißt, hier muss ich da einfach 0 und 35 0 eingeben. Genau, Hauptträger ist eingefahren, 48. So, dann müsste das ja jetzt so gehen. Der fährt nach ganz außen, dann bekomme ich diesen Punkt. Kann ich diesen klappen? Genau. So langsam wird's doch dann was. Genau, dann muss ich den äußeren jetzt hier wieder klappen. Die müssten sich dann ja eigentlich gegenüberstehen. Genau, die stehen sich immer gegenüber. Aber das passt nicht mit den Grad. Der klappt zu weit, der darf nicht so weit klappen. Der fährt ja jetzt 100... So, das sind ja dann jetzt... 45 und ich brauche nur 30, das sind ja dann 15 Unterschied, also muss ich 135 minus 15 nochmal rechnen, bin ich halt bei 120. So, und dann halt, hätte ich den perfekten Winkel wieder. Dann wird das auch wieder passen. Ja, das sieht schon besser aus, würde ich sagen. So, wenn das dann 120 ist, dann... Hauptträger. Hauptträger 4. Folge 4, Strich sick. Obwohl, nie verwechselst was, glaube ich. Nee, wieso was denn? Soll ich denn verwechseln? Er verwechselt was, glaubt er. Er verwechselt jetzt gerade den Piontek mit dem Welt. Ja, das kann nur sein. Also ist das schon richtig. So, das ist dann 4. Nee. Minus. So, Standard ist auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wenn ich den Hub so sehe, dann muss der Hub noch gedreht werden. Ja, der muss noch gedreht werden, tatsächlich. Den hatte ich nämlich auch gedreht auf 45. Ist auf 0, so der muss der. Ist, ich glaube, noch ein weiter. Ich glaube, die Scheibe hatte ich noch nicht um 90 Grad gedreht gehabt. Ich hatte ja nur den Trailer für den Export um 90 gedreht.
Ja, Das heißt, warte mal. bei dem müsste dann quasi minus 90 plus die 45. Warte mal, minus 90. Bin ich bei minus 45. So rum. Dann muss ich, glaube ich, auch noch gucken. Ja, wäre es, wenn du so einen Knopf reinmachst und du fertig mit dem Bauen das Kreuze, Ach, die Kreuze Pinöbel aus. oben Ne? drauf muss ich ja Ja, die abtrennen. Kreuze wollte ich dann tatsächlich auch noch so machen, dass man die mit dem Kran dann richtig draufpackt. Sodass der Max-Con auch übrigens wieder. Habe ihn mal wieder eingeblendet. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen viel überlegen. Neunundzwanzig minus diese 36. Minus 8 mal 5. Nee, das kann alle nicht sein. So, wo war ich denn jetzt? Ich bin beim Zwischenträger 4. Zwischenträger 4. Endrotation ist halt so die Frage jetzt. Genau, der ist ja auf 0. So, wenn dann der Zwischenträger. Wäre der auf 0? Ja, es ist schon ein bisschen anstrengend. Du musst halt schon überlegen, wo setzt du jetzt was hin und so, ne? Aber. So, wenn ich dann 0 habe, hier, die haben Abstand von 30. Muss ich hier minus 45 haben. Sag ich jetzt hier einfach minus 45, so. Ich den hier wieder auf 35, 5. Ich würde da nie und nimmer durchsteigen. Ja, das ist halt ein bisschen kompliziert, ne? Du musst halt genau wissen, so den darfst du jetzt so weit rotieren und ja. So, zum Beispiel nehmen wir uns jetzt auf 41,5, damit das wieder passt vom Abstand. Was machst du da? Ich baue einen Breakdance. Kim ist Fahrgeschäft. Ja. Zum Beispiel so eine Klappe zu animieren ist sehr einfach, ne? Da guckst du 2 Sekunden, dann weißt du, zack, okay, die Rotation brauche ich jetzt, ne? Aber jetzt hier, dass sie alle einen Abstand von 30 Grad haben und dass die Platte dann auch quasi die Hauptausleger dann so im 45-Grad-Winkel sind und sowas, das muss ja alles passen. Sonst sieht es ja später beschissen aus. Aber das habe ich nur noch nicht bei Interactive Control definiert.
Träger 3, Träger 4. So, jetzt müsste das auch eigentlich funktionieren. So, jetzt habe ich hier nämlich auch meinen Punkt. Den kann ich dann ausfahren. Kann ich sagen, genau. Genau, das ist aber ein bisschen zu weit. Da muss ich ein bisschen runtergehen. Da muss ich... So, wie viel Grad sind das jetzt? Das sind 15 Grad jetzt Unterschied. Das heißt, ich darf bei der Animation nicht auf minus 45, sondern minus 30 Grad nur fahren. So, und jetzt müsste dann gleich der Winkel wieder passen. Ja, jetzt passt der Winkel wieder. Gut. Muss man den Kugelturm auch mit dem Kran dran machen? Ja, schon. Ja, denke ich schon, dass ich das hinkriege, ja. Denk mal schon, ja. Den machst du ja halt erst drauf, ne, bevor du halt auch noch die Radschirme ausklopfst. Ach Gott. Genau, jetzt kann ich sagen, Hauptträger 1. Hauptträger 1. So, ungefähr da so. So, genau, das habe ich jetzt schon. Moin moin, bin gerade live. Hola. So, Hauptträger sick. Hauptträger 1. So, dann kopiere ich mir jetzt hier Hauptträger einklappen. So, genau. Das haben wir definiert. Was für ein Ding? Hauptträger. Kann woran nicht liegen? Ja doch. Kühlpaste macht man jedes Jahr. Ja, wenn er fertig ist, wird es den zum Download geben. Okay, da passt ein Index noch nicht. Den Index nicht gefunden, müssen wir nochmal speichern. Ob Kühlpaste kann austrocknen. Gears Time Set. So, dann kann ich sagen, zack, den klappe ich einmal aus. Wenn der ausgeklappt ist, kommt dieser Point, genau. Dieser Träger, Hauptträger 1, darf dann später... Genau, Animation, Hauptträger 1 darf auf... So, habe ich gar nicht animiert. Ja. Ja, man kann es dann auch wahrscheinlich fahren, ja. Welche Map nutzt du da? Die Standard-Map vom LS22. Vielen Dank fürs Folgen. Ja, den wird man später auch mal fahren können. Beziehungsweise du wirst ja auch hier halt alles aufmachen können, ne? Mach jetzt halt gerade die Radscheibe und dann wirst du halt später halt auch alles vernünftig aufbauen können mit Simpler IC, beziehungsweise Interactive Control ist es halt. Ich habe nur halt nur die Kreuze geändert.
Du hast auch hier eine Wartungsklappe, wo du reinschauen kannst. Da hast du dann auch das Zahnrad vom Antrieb und so. Hier hast du die Motoren, Keilriemen, Getriebe. Aber hier halt ein Kran in der Ecke, wie wird halt noch geändert. Das kommt noch neu. Hier ist schon mal zum Beispiel das Reko-Haus. So, jetzt schreiben wir nochmal eine Animation hier. Animation, Name, Hauptträger. Hauptträger 1 ist es dann hier. 1, dann ist es. Muss das 4 sein und das auch 4. Ja. Ah, ja, ja. Der fährt auf 0. Und kommt von der Position 41,5. Ups. Genau, dann ist der ausgefahren. Wenn der ausgefahren ist, kann man den nicht einfahren. Genau, dann diese beiden Träger hier noch ausfahren lassen und dann. Gibt es die Meshes? Ja, beziehungsweise das Modell ist dann halt dann dabei, ne? Ein Triggerpoint kann ich gleich noch ein bisschen größer setzen. So, jetzt kann ich den zum Beispiel einklappen. Und hier den Punkt kann ich den noch einklappen. Ja, dann würde sich dann halt nochmal hier das äußere Teil nochmal einklappen. Oder haben wir aktuell die Dings noch nicht für fertig? So, das ist ausgeklappt. Hä, warum kann... Hä? Das check ich ja jetzt überhaupt nicht. Wie konnte ich den denn jetzt ausklappen? So, ich kann die trotzdem ausklappen, nur weil die unsichtbar sind. Ah, okay, das funktioniert also nicht einfach so mit unsichtbar machen. Muss ich mir da also doch ein bisschen was Besseres einfallen lassen? Dann ist es einfach nur, was ich gemacht habe. Genau, das heißt, dieser Part muss überarbeitet werden. Vielen Dank fürs Folgen auf TikTok. So, dann muss das hier alles überarbeitet werden. Dann funktioniert das nicht so, wie ich mir es gedacht habe. Wäre ja auch zu einfach, ne? Muss ich sagen, hier ist Zwischenträger. Genau, fange ich immer an.
Glaube, ich mache bald den Airborne, okay. In Translation. Genau, N-Translation von Hauptträger 2 SIG, Hauptträger 2. Shift C. Moment. Ja, das wäre geil, wenn ich den bekommen würde dann. Starten. 5.5.05 bis 5.01. Warte mal, Hauptträger 1. Hauptträger 2, Träger 4 auch nicht. Dex. Okay, warte mal. Vielen Dank fürs Folgen. So, ich habe jetzt Zwischenträger 3 und Hauptträger 1. Zwischenträger 3 und Hauptträger 1. Okay. Animation. Genau. Den kann ich einklappen. Ich glaube, dann ist der gleich weg. Irgendwie gerade die falschen Hauptträger kombiniert, habe ich so das Gefühl. Interactive Control. Vielen Dank fürs Folgen. So, gucke ich jetzt nochmal nach hier. Ich mache das jetzt für die linke Seite, mache ich das jetzt. Da habe ich Hauptträger 1 und Träger 4. Hauptträger 1 und Träger 4.
So. Du kaufst dir Fabrik, neues Fahrgeschäft und baust direkt Unfall. Ja, genau. Ach Gott, oh Gott. So, Träger ausklappen, da steht nichts. So, Träger ausklappen. Müsste jetzt hier gleich der Point erscheinen. Oder auch doch nicht. Warte mal, ich habe glaube ich dann von dem Triggerpoint drin. Müsste der ja eigentlich hier erscheinen. Das kann ja auch nicht, warte mal. Hauptschräger. Hauptträger 1. So, den klappe ich mal ein. Vielen Dank für Zeugen auf Twitch. Für PlayStation leider nicht, nein. So, wo ist denn jetzt das Problem hier? Wahrscheinlich liegt das hier. So, jetzt wird das halt wahrscheinlich funktionieren. So lasse ich den aufklappen und dann ist gleich der Point hier. Ja, genau. So funktioniert das auch. Aber so wird das halt jetzt wahrscheinlich nicht rückgängig klappen. Wenn ich den wieder einfahre, dass dann der Point nicht mehr da ist. Oh doch, das funktioniert. Alles klar, dann weiß ich jetzt, wie ich das machen kann. Hauptträger. Zwei unterstrich SIG. Shift C. So, wenn es klappt, nicht mal anfassen. Genau. Träger 2 ist kein Problem, kann ich auch einblenden. So, dann müsste das doch so schon mal funktionieren.
Kacke, ich muss hier oben erstmal alles wieder einblenden. So, das darf natürlich geladen werden, das auch. So, dann wird der Punkt geladen. So, dann wird der hier geladen. Gut, der geht noch nicht weg. Ist aber aktuell erstmal kein Problem. Zack, und in Ordnung. Und in Ordnung. Zack. Wenn der ausgeklappt ist, dürfte ich hier den Punkt bekommen. Richtig. So, jetzt muss ich halt das Gegenstück noch bekommen. So, man muss einen RPR-Server damit machen. Ja, ist doch zum Beispiel wo geil gemacht, mal so als Abwechslung oder so, ne? Dass du dann quasi sagen kannst, hier, mir gehört das Fahrgeschäft oder so, dass du dann quasi eine Kirmes machst und dass dann halt andere Höfe Geld überweisen, also und die dann halt mitfahren können. Mit Universal Passenger oder so. Ist halt nicht so schlecht, ne? Ja, genau, in dem Beifahrermod, ja. Und das kann ich ja dann einfach so eintragen, dass du dann halt in der Gondel sitzt. So. Zwischenträger. Und da haben wir einen Tennis. Hier reicht doch der gerade schon, ne? So, dann müsste der Punkt jetzt gleich, da ist er doch schon wieder. Ah, so ungefähr passt das schon, nur dass ich den dann einmal umschreiben muss von 0 auf 0. Weil ein Remi Demi. Was ich jetzt auch mal dringend machen muss, ist, dass ich den Trigger nochmal ein bisschen größer setze. Static. Sechsmal hier auch mal so. Krawall mit Rami Demi. Das Ding ist fertig, würde ich für den Release-Eintrag zahlen. Top. Wie heißt der Song? Krawall und Rami Demi. Hast du mal reingeschrieben?
So, wenn das ausgefahren ist, müsste genau zack. So, der ist nämlich schon weg, der Point. Wie Krawallen und Demi. Alles klar, wir schon, das los. So, wir starten, das geht los. Aha. So, das funktioniert doch schon mal ganz gut. Auch das Tutorial gesehen mit dem Echo. Beziehungsweise das, ja, beziehungsweise, nee, ja, Tutorial war es jetzt nicht. Ich hab's halt, mit Dings habe ich's gemacht, wie heißt es noch? Ich habe mir das halt einfach so geholt und dann halt eingebunden, ne? Das Crystal Audio Engine, richtig. Genau, das geht ja schon mal recht gut, würde ich sagen. Der Breakdance wird schon ein bisschen was. Langsam aber sicher. Morgen schon 9 ist doch heilige. Ging die Woche schnell. Ja, geht, ne? Mit freundlichen Grüßen. Lieber auf. So, ich würde sagen, das ist einfach eins. Bald noch der Dumm Dance. Ah, weiß ja nicht, ne? Wollen ja auch nicht übertreiben. So, das ist jetzt zwischen Träger 1 hier. Aber Parentech hat ja auch voll viele Moving Heads. Ja, das ist das Problem. Und die Beleuchtung. Beleuchtung. Mag der LS. Ja, nicht so gerne. Gerade wenn man dann noch die ganzen LEDs und so ausmodellieren. Ui. Dann sagt er mal ganz schnell Tschüss.
Ich habe sogar eine Kirmes LED-Kappe als Mesh. Wie meinst du das? Eine LED-Kappe? Wo drin machst du denn deine Modelle? Blender. Ah ja, okay. Wenigstens ein vernünftiges Programm und nicht SketchUp oder sowas. Weil damit kannst du dann halt echt nicht viel mit anfangen. Weil du keine UVs legen kannst, gar nichts. Nicht voll perfekt. Ich brauche ein wildes Ding. Au. Halt diese Standard-LED-Kappen, diese großen, nicht flachen. Hä, welche meinst du? LED-Kappen? Wisst ihr nicht. Jetlag, kenne ich nicht. Jetlag. Seid ihr mit Fahrgeschäft oder was ist das? Die oben drauf sind. Ne, keine Ahnung, was meinst du? Weber? Ne, wisst ihr nicht. So hässlich sein, so hell und grau. Vielen Dank fürs Folgen. Es gibt ja die RGBs und die einfarbigen. Check ich gerade echt nicht, was du willst. Kunden LED. Ja. Kenne ich ja wohl. Crips. Hä? Weiß ich nicht. Was meinst du damit? Großen LEDs, ja, die dicken Kirmes-Lampen quasi. Ach so, okay, ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Was war das gerade für Esoterik-Müll? Was denn? Also. Und eine UV-Map, okay.
Grünes Licht. Grünes Licht, wer hier Weg übernimmt hier. Grünes Licht. So, wir starten auf 45, geht dann auf 30. Ups. Der geht dann auf 75. Genau, dann müssen die vom Du musst dann da Hauptträger. Eins, Hauptträger zwei. Okay, vier. Träger 2. So, bekommen wir jetzt eine Stroboskop. So, ich glaube auch die Bubbles RGB ist okay. Ich muss mal morgen mal gucken, okay? Ah, okay. Ja. So, Hauptträger. So, dann dürfte das eigentlich alles definiert sein, alles fertig sein für den Aufbau. Zwischenträger 4. Klar.
Ja, es bleibt hier drinnen. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. So, schon mal keine Fehlermeldung, das ist doch schon mal ein guter Anfang. So, der klappt ein erstmal so. So ist das ja schon mal richtig. Das kann sein. So sieht zumindest schon mal nicht so kacke aus. Beziehungsweise hier der Abstand ist da zu gering. Der muss näher irgendwo da sein. Blockieren. Es gibt jetzt neue Regelungen mit der Visa. So passt das doch schon besser. Das normale Visum für 30 Tage kostet 100.000. Also kostet 100.000. Kaufen wir den Mittelbau nochmal neu. Hm.
vorne oder eine Situation. Wenn das zum 10. Tag gilt für 60 Tage, kann das so gut performen, wie du den performen sind. So, dann geht's los. 2 Millionen kostet für 60 Tage, das geht dann. So, du bist positioner Jugend, performen du direkt performen bist. Du siehst in den Marks auf, du bist heute an den Haupt. Fahren wir doch hier mal eben eine Runde drüber. Der Haken an der Runde ist, du kriegst nicht die Kunden nur, wenn du Bookings nachweisen kannst. Also, im Wort, Proof of Living Expenses auf der Liste 2000. So, ach, bleiben wir hier mal stehen. So, jetzt sind alle Punkte direkt sichtbar. Was hat er da? Punkt ist sichtbar, zack. Von Träger 3 unterstrich SICK. Jo, alles klar. Okay, das Einzige, was gemacht werden muss, ist, dass der ausgeblendet wird. Aber nicht, wenn der Hauptträger 2, sondern wenn Hauptträger 1 geklappt wird. Weißt du, was ich meine? Jo, vielen Dank. Dann erstmal schon schauen, ne? Zitat oder so. Jo, vielleicht morgen, bis morgen vielleicht, ne?
Träge 1. Nun, Zwischenträge 1 muss weg, wenn... Ja, doch, muss ich schon, ja. Zwischenträger 1 geht dann, wenn. Hauptträger 1 geklappt hat. Den kann ich einklappen. Bekomme ich den Punkt hier, genau. Wenn ich den dann einklappe, bekomme ich gleich hier den Punkt. Juhu, ich bin es. So, hier habe ich das dann richtig. Dann muss ich erst den, der dann ausgeklappt ist, dann kann ich sagen, jetzt darfst du ausklappen. Okay, der spawnt direkt. Da muss ich mich nochmal kurz drum kümmern. So, der spawnt, wenn Zwischenträger 1. Genau, dann muss ich jetzt sagen. Dann Zwischenträger 3 müsste das sein, genau, und Zwischenträger 3 bekommt. Und wenn 5. So, wenn der jetzt komplett ausgefahren ist. Genau, dann muss ich sagen, für Hauptdreck. Jetzt musst du 3 freischalten, das heißt... So, Zwischenträger 3 freischalten, 3. Zwischenträger 3 befindet sich dann zack, der ist ausgefahren, der Punkt ist unter, zack. Okay, dann bleibt der. Zack, jetzt ist der Point da. Zack, der ist auch sofort wieder weg. Okay, so, und dann muss der Point. Zack, wenn ich sage, jetzt der fährt aus, wenn der auch ausfahren soll, dann hat er keinen Punkt mehr.
zwischen Träger 3 müsste vielleicht bei 0 sein. Nein, das macht Sinn bei 5. So, wenn der sich bewegt, dann wird zwischen Träger 3, der wird aktiv. So, wenn Hauptträger 1 bewegt wird. Okay, das wird wahrscheinlich das Problem sein. Nein, nochmal. Das wäre, wenn. Okay, der fährt aus. Wenn der ausgefahren ist, dann bekommt der den Point. So, das heißt, wenn Träger 1 ausgefahren ist, dann bekommt Hauptträger den Point. Das heißt, wenn Hauptträger 2 ausgefahren ist, kommt 3 diesen zu dem Point, also zwischen Träger 3. Hauptträger 1. Der Punkt. Moin. Weg. Zack, der kommt, der fährt.
Und der geht weg. So, der fährt zurück, dann ist gleich der Punkt da. Zack. Der fährt zurück, dann ist gleich der Punkt da. Zack. Genau. Man kann ja trotzdem mal die nicht immer auf den Sound und die Kräfte werden. Naja, die Karte. 4, 2. Kriegen wir das unter der Haut und so vermüllt? Vielen Dank fürs Folgen. Weil, wenn wir da wieder reinladen können, noch. Ja, 2. Alles klar. Topträger 2. Darf auch nur 2 Stellen haben. Ja, cool, tun wir noch ein bisschen dauern, um uns erst noch einen Text tun und so machen. Beziehungsweise, ja, Texturen. Und halt erstmal muss ich das dann auch haben, noch die Stützen, ne?
Ja, aber ich mache das ja alles mehr jetzt nicht so. In der Lehrzeit was hat er am Ende machen können? Oder eigentlich, also auch nochmal die Führung und die Größe einfach.
Früher war es bei uns auch sagen, was man geht, was man machen kann. Wir sind auch Montag, was ich da und da ist das ganze Ding zu benutzen. Auf den Montag. In der ersten Hälfte der kommenden Woche sind es nur noch Donnerstag vielleicht ist. Wie gesagt, auch so, dann würde ich sagen, mache ich morgen erstmal wieder weiter. Und dann würde ich erstmal sagen, ciao, ciao für heute und bis morgen. Machen wir morgen die zweite Hälfte und dann ja, später dann die andere Sachen und so. Even though your heart cold, ski slope, I really hope the song bringing me close.